helfen, die Räume zu eröffnen. Und ja, das muss ich eben probieren. So. Ich schaff nicht mehr. Brauch Zigarette. Hast du schon alle geraucht, oder was? Nein, zwei. Ich hab noch drei. Immer nachdenken. Willst du abhängig sein von etwas? Also, muss nicht. Ja. Ab und zu. Ja, ja, aber deswegen, aber dann zu sagen, ich brauche das, ich muss das in dem Moment. Also eigentlich musst du nicht, eigentlich brauchst du nicht. Das ist nur eine Kopfsache. Genau, du hast die Entscheidung. Guck mal, mach mal einfach so, jetzt statt Zigarette machen wir jetzt einfach Energy. Feel Energy. Müssen wir uns berühren? Nein, leider nein. Spürst du die Energie zwischen deinen Händen, so ein Ball? Ein Ball? Ein Ball, ja. Da ist doch nichts. Spürst du es wirklich nicht? Ob ich einen Ball spüre? Ja, so Energie. Kennst du den Film Titty Shades of Grey, wo dieses Ding? Na egal, sorry. Du kriegst gleich eine energetische. Okay, komm. Schade. Zauberei gehört hat mir ein bisschen spirituell umgezeigt. Passiert was? Oder gucken wir uns einfach. Ah, ja. Ein besonderer Wesen, ja, sehr besonders. Also die lebt auch in ihrer eigenen Welt. Ich glaube, viel Harry Potter geguckt. Und dann ab und zu macht die so. Krass, ne? Boah, das ist geil, ey. Das ist die Urkraft. Das einfach durchfließen zu lassen, die Liebe, Verbundenheit, diesen Raum und diesen Einklang mit der Natur, mit dem Leben. Ist cool. Aber eins hätte ich noch so. Eine Kippe wäre immer noch geil. Ja.